Heute Abend eine echte Premiere. Seit 8 Jahren ist er der Chef der Koalitionsregierung in Bonn. Zum ersten Mal bei uns. Wir freuen uns sehr. Bundeskanzler Helmut Kohl. Herzlich willkommen. Prima gemacht habt das. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Als Mann der Mitte, Gott selbst. Eben noch in der Bonner Runde. Jetzt hier bei uns, ist das so ein Tag, an dem Sie sagen würden, also da wäre ich doch lieber was anderes geworden als Bundeskanzler mit Blick auf Saarland? Nein, heute nicht, denn ich bin mit Ihnen zusammen. Das ist ein einmaliges Erfolgserlebnis. Für uns auch, für uns auch. Um Ihnen ein besonders einprägsames Beispiel von der Verwunderung zu geben, ich bin ein ausgesprochener Zoofreund und eines meiner schönsten Erlebnis auf diesem Gebiet war vor nicht allzu langer Zeit, als ich am Morgen im Berliner Zoo war mit einigen Mitarbeitern. Ich mache das sehr gerne am Morgen. Wir kamen aus dem Menschenaffenhaus heraus. Das ist eine besonders eindrucksvolle Stelle am Berliner Zoo. Und da begegnet mir eine alte Berliner Rentnerin, schaut mich an und sagt, sind Sie der Kohl? Dann sage ich, ja. Und dann dürfen Sie so frei herumlaufen. Ich habe mich natürlich ein bisschen auch eingelesen in Ihren Werdegang und muss sagen, ich pack's nicht mehr ganz. In meinem Alter waren Sie bereits Ministerpräsident. Ja. Und das heißt, ich werde es zum Kanzler nicht mehr bringen. Was fehlt mir? Also ich glaube... Die Lebenserfahrung als Ministerpräsident. Richtig. Aber die Gehaltsklasse passt nicht mehr zu Ihnen. Das befürchte ich auch. Aber gut, ich meine, es ist ja so, dass Sie gar keine Möglichkeit mehr haben, Geld auszugeben. Haben Sie Geld in der Tasche, wenn Sie unterwegs sind? Ja. Ja? Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich brauche gar keins mehr, weil einfach irgendjemand um einen rum ist. Ist dieses Leben umringt von fremden Menschen, teilweise von Menschen oder immer von Menschen, die es gut mit einem meinen, die immer, wenn der Kanzler lächelt, auch lächelt, wenn sie weinen, dann auch weinen. Ist das auf die Dauer belastend? Ja. Ich glaube, das Schwierigste und das oft am wenigsten Erträglichste, das geht aber allen Kollegen so, das ist keine Frage des Kanzlers, sondern einer bestimmten Popularität und das ist in der Politik noch, weil sich die Dinge sehr viel schärfer trennen als im Unterhaltungsgeschäft, noch schwieriger. Der Verlust am Privaten, wenn einen nahezu jeder kennt, wenn man in ein Lokal hineingeht oder sonst irgendwas unternimmt, gewöhnt man sich zwar dran und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wenn die Leute einen nicht mehr kennen, ist man out, das ist auch nichts, das taucht auch nichts, aber es ist eine Belastung, es ist gar keine Frage, man muss sich dran gewöhnen. Wenn Sie jetzt hier sitzen als Gast in einer Unterhaltungssendung, Sie wissen, dass wir uns für den Menschen mehr interessieren als für den Politiker. Und haben Sie den Eindruck, dass Sie öfter Gast sein können? Ich meine, sind Sie auch ab und zu Gast in Unterhaltungssendungen? Also haben Sie auch auf der anderen Seite Zeit zu lesen, Bücher, die Ihnen sind, Fernsehsendungen zu gucken, das Leben mitzuleben wie unser Publikum? Ja, sicher. Also das ist eine Pharma. Wenn man will, hat man natürlich Zeit. Vielleicht nicht so viel wie andere. Aber beispielsweise, wenn ich zu Hause bin und dann studiere ich natürlich schon das Fernsehprogramm und gucke mir das an, was ich gerne angucken will. Kennen Sie Frau Beispielsweise, Dombusch? Beispielsweise sehe ich ihn im Sportstudio manchmal so, manchmal so. Das ist ein Beispiel. Ich sehe auch... Da muss ich jetzt nachfragen, wie machen Sie das mit dem manchmal so, manchmal so? So, wie ich es gemeint habe. Und, ich sehe auch... Ich sehe natürlich auch Serien, ich gucke gerne, wenn ich abends spät am Samstag heimkomme, gucke ich gerne einen Krimi an beispielsweise, wenn Krimi-Zeit ist und der ist gut. Ich würde Sie gerne zum Ende unseres Gesprächs zu einem Geständnis bringen. Politiker stehen ja normalerweise so da, als ob sie keine Fehler machen. Sie sagen dann gleichzeitig immer, natürlich machen wir Fehler. Wir reden jetzt über die letzten 10 Jahre. Könnten Sie auch einen politischen Fehler und vielleicht auch einen menschlichen uns mal nennen, wo Sie im Nachhinein sagen, ja, da habe ich was falsch gemacht. Wir würden Absolution anbieten sofort. Ja, und wir sagen es keinem weiter. Gut. Ja. Das kann ich mit Ihnen gerne besprechen, weil Sie wegen Ihrer Diskretion bekannt sind. Also, Fehler mache ich in der Tat notwendigerweise häufig, weil ich häufig entscheiden muss. Und zwar nicht, ob ich immer will, sondern weil die Ereignisse so sind, dass sie wie im Fließband dahin fließen. Ich mache also Fehler sicherlich immer wieder in der Beurteilung von Menschen. Und das ist was, was mich an mir selbst dann stört, wenn ich es entdecke, weil ich ungerecht geurteilt habe.
Und wenn dann Urteile an die Öffentlichkeit dringen, dann ist das zusätzlich unangenehm. Ich bringe ein Beispiel, was mich schwer geärgert hat und was mich sehr geschadet hat. Das war die Bemerkung über Michail Gorbatschow. Ich bringe ein solches Beispiel. Das Newsweek-Interview. Ja, das im Newsweek-Interview. Das ist eine Sache, wenn ich einen Fehler nennen will, der allgemein bekannt ist, ist das eine. Ein spätes Geständnis. Wir bedanken uns herzlich. Also ich meine, es ist auch wirklich toll, solche Dinge dann im Expressis-Verbis zu hören. Es haben viele gehört, mehr wahrscheinlich, als es gelesen hätten. Fernsehen ist ja doch der große Kommunikator. Wir freuen uns, dass Sie die Unterhaltung genutzt haben. Haben Sie Ihren Besuch bereut? Kein neuer Fehler im neuen Jahrzehnt? Nein, bis jetzt nicht. Das halten wir doch fast händchengleich. Ja. In diesem Sinne herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, jetzt haben wir Anzug, einen... Hast du den Anzug? Ja, auch das ist ein Gerücht, dass die Anzüge nicht sitzen. Der saß. Ja, und diese feinen Streifen...